Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Kristall Edition. Wir sind hier im Pokémon Center von Ebenholz City, wo wir beim letzten Mal Sandra besiegt haben. Und wir müssen jetzt in den Drachenschrein. Und dafür legen wir mal kurz Tidewave ab und unser Suicune auf. Denn ich möchte Tidewave nur ungern dazu beibringen. Das halte ich für etwas kontraproduktiv. Da ist Suicune. So, wir brauchen... Level. Wow, was ist der Surfer dann? So, wir kommen weg. Und wir pullen. Warum auch immer so ein kleines, schmächtiges Pokémon wie Sneebel Surfer lernen kann. Womit es überhaupt nichts anfangen kann, by the way. Regentanz, machen wir Regentanz weg. Wenn von den Werten her lohnt sich das doch nicht. Dann nochmal deine Kraftreserve. Kampf, genau, Kampf war deine Kraftreserve, ja. Meine mich zu entsinnen, du hattest Kampf. Schon wieder vergessen. Letztens wusste ich's noch. Was hast du für einen Angriff? 87 und 70 Spitzangriff. Damit ist Sneebel offiziell einer unserer schlechtesten Angreifer. Selbst mit seinem besten Angriffswert. Das kann ja was werden. Ja, wir gehen jetzt in den Drachenschrein, da probieren wir es ein bisschen aus. Da gibt es nämlich ein paar Trainer, meine ich, für Drachen. Und irgendwie ist es immer Nacht, wenn wir spielen, ne? Aber erstmal Schutz. Und da ist auch schon der erste. Oh, ein Dragonier. Ice-Heap. Reicht. Man lerne. Für NPC reicht's. Wir wollen ja nicht competitive spielen. Dass da noch was war. Immerhin ein Calcium. Das geben wir. Lass das mal Donner geben. Hatte, glaube ich, weniger als Feuerherz und Aura hatte mehr, also. Ist das vielleicht uns angemessen? Der Drachenschrei von hinten. Leider gibt es keinen Hintereingang. Also müssen wir hier lang gehen. Ich will kein Doppelleber einsetzen. Meine Güte. Haben wir doch noch. Die leben doch noch alle. Noch leben sie. Hi. Thank you.
Oh, ein Zebra. Ich würde sagen, Kopfnuss? Alles andere wäre ja kontraproduktiv. By the way, es hat ziemlich lang gedauert, das Snivel zu trainieren. Die wilden Pokémon sind hier ja nicht die stärksten, wie wir festgestellt haben. Aber so lange hing ich noch nie in Johto. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Spielzeit von 24 oder 25 Stunden. Aber dafür sind wir jetzt auch für die Pokémon-Liga vorbereitet. Die sind ja, glaube ich, auch nur ein paar Level höher. Ich glaube, das höchste war, glaube ich, das 50 der Liga. Ja, die Liga ist nicht so hoch, weil wir noch Kanto danach haben. Ist, glaube ich, die niedrig geleveltste Liga überhaupt. Da sind noch. Ist noch eine. Ich glaube, es sind zwei sogar. Ja, es sind zwei. Aber da wäre nur einer von den Kämpfen. Eine Doppelkämpfe gibt es ja noch nicht. Na, da sehe ich mich doch. Und dafür reichen unsere 70 Spezangriff. Hoffentlich bleibt es auch so. Oh, Volltreffer. Ja, wobei bis zur Pokémon-Liga haben wir noch ein paar Trainer vor uns. Also für Level 44 für 1 sollte da auf jeden Fall drin sein. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich muss dir erklären, warum du hier bist. Sandra hat dich geschickt, oder? Hier ist ein. Wirklich? Ach, tut mir leid, aber ich muss dich prüfen. Keine Angst, du musst nur einige Fragen beantworten. Fertig? Was bedeuten dir Pokémon? Kumpel? Oh, ich verstehe. Was hilft dir, im Kampf zu gewinnen? Training. Oh, ich verstehe. Und Strategie. Eigentlich ist beides richtig. Gegen welche Art Trainer möchtest du kämpfen? Gegen alle? Oh, ich verstehe. Da, was ist beim Trainieren von Pokémon am wichtigsten? Liebe und Wissen? Oh, ich verstehe. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Was ist wichtiger? Beides? Oh, ich verstehe. Du kümmerst dich von Herzen um Pokémon. Sehr löblich. Überzeugung ist wichtig. Seh, wir machen weiter so. Ich treffe dich dann bei der Pokémon-Liga. Wie ist es gelaufen? Muss ich danach fragen? Du hast versagt? Wie? Bestanden? Das kann nicht sein. Du lügst. Sogar ich habe es nicht geschafft. Die einfachen Fragen? Das schaffen Sechsklässler. Sandra, dieses Kind ist tadellos in Geist und Talent. Gestehe deine Niederlage und übergib den Drachenorden. Oder soll ich das Siegfried erzählen? Ich verstehe. Hier ist der Drachenorden. Jetzt nimm schon. Dankeschön. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen.
Sandra, dieses Kind spiegelt das wider, was dir noch fehlt. Eine TM? Jetzt bin ich aber sauer. Moment. Das tut mir leid. Hier, nimm das als Entschädigung. Dankeschön, ich wollte schon sagen. Sie enthält Feuerodem. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Was ist los? Willst du nicht zur Pokémon-Liga? Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier nach Neuborgia. Da wird dann gehen Osten zur Pokémon-Liga. Die Route ist schwierig. Wage es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, mach das meine Niederlage gegen dich noch härter. Gib dein Bestes. Ich bin wieder da. Oh, schön, dass du hier bist. Du kommst zur richtigen Zeit. Ich habe etwas für dich. Nimm dieses Stratini als Zeichen meiner Wertschätzung. Oh, dein Team ist voll. Naja, jedenfalls hier gibt es halt auch das Stratini mit Turbo-Tempo, das man in Hardgold und Soul Silver beim Beantworten der Fragen halt bekommt. Was sie übrigens aus der Kristall-Edition übernommen haben, in Gold und Silber war es nämlich einfach so... Entschuldigung. War es nämlich so, dass man hier den Drachenzahn einfach nur aufsammeln musste. Und dann hat man den Orden bekommen. Verkrümeln wir uns von hier. Ah, viel besser. Hallo, Sefi. Ich habe hier was für dich. Schaust du mal in meinem Labor vorbei? Bis später. Immer mit ihren kurzen, abgehackten Sätzen, ne? Echt klasse. Naja, jetzt kann der Schutz auch aufhören zu wirken. Ah, da geht's runter. Der Weg zur Pokémon-Liga ist ein bisschen blöd für uns. Wir brauchen nämlich Kaskade kurz. Ich bin irgendwie nicht gewillt, Tidalwave eine ganze Route abzulegen. Nur weil wir zu einem Wasserfall hoch müssen. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Weil wir könnten Yardo Surfer beibringen. Was würde ich denn dafür wegnehmen? Müsste Kopfnuss wegnehmen. An Kraftreserve kriegen wir so schon nicht nach und die würde ich gerne auch behalten. Und Eis. Oh, ich kann auch Ice Heap wegnehmen. Aber Ice Heap werden wir in der Liga brauchen. Kopfnuss wahrscheinlich eher weniger. Hier ist nämlich auch der Attackenfall. Das heißt, wir können Tidal Wave kurz mal. Wir können Tidal Wave das eigentlich auch beides beibringen, ne? Ja, müsste ich Ice Heap vergessen lassen oder würde ich noch lassen. Raub können wir, kriegen wir nicht wieder nach. Das ist doof. Aber gut, ich wollte Raub eh später wieder vergessen lassen für Kopfnuss, weil Kopfnuss einfach besser geeignet ist. So groß ist der Unterschied ja nicht. Schwierig. Ich glaube, ich bringe dem einfach Kaskade bei und lass Raub dafür vergessen. Wir brauchen da eh nur 3 Attacken auf Tidal Wave. Also, du kannst dich hier gleich mal ein bisschen durchkämpfen. Was ich an dieser Route nicht mag, ist, dass du, wenn du wirklich alle Trainer drauf bekämpfen willst, die Route 3-mal geben musst. Vor allem, wir haben den 8. Orden erhalten. Das höchste, wir kämpfen hier gegen Pokémon mit 23. Geil. Läuft bei uns. Moin, Taubos. Oh, ein Electek.
Kriegen wir schon hin. Ist ja erst auf 27. Das kriegt ein Surfer ins Gesicht und mit ein bisschen Glück überlebst das gar nicht. Lief doch. In dem Fall seine KP-Leiste. Und zwar nach unten. Auf 0. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal durch, ne? Gucken, wo wir rauskommen. Einmal reicht. Zu Georock. Schutz. Und ein Top-Trank. Top-Tränke nehme ich gerne. Hi. Moin, Meryl. Meryl haben wir auch noch nicht so oft gesehen, ne? Hier wäre Kopfschuss ist wahrscheinlich besser. Raub ist gar nicht so stark. Das haben wir ja nur für den Metallmantel gebraucht. Ja, wir wechseln. Das dauert mir sonst zu lange. By the way, ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber ich habe mir die Freiheit genommen, habe die anderen Pokémon mal alle auf Level 40 nachtrainiert. Damit wir erstmal in der Liga nicht hinterherhinken. Und damit es alles so ein bisschen angeglichener ist, damit keiner halt so, ne, wo es auf Abstand geht. Wir müssen ja so ein bisschen im Stand bleiben. Das ist immer so der Nachteil in den älteren Generationen, wo man mehr als 4 Pokémon im Team hat. Man muss immer so ein bisschen nachtrainieren. Da ist das mit dem EP-Teiler dann doch schon geiler. Also mit dem neuen EP-Teiler, der einfach mal alle mitlevelt. Ja, gut, man sollte dann vielleicht nicht gerade so unbedingt die Schild-Schwert-Route machen, wo man es gar nicht abstellen kann. Aber ansonsten finde ich das wesentlich angenehmer. Hi. Vor allen Dingen in Kombination damit, dass du halt keine Herzschrecken mehr brauchst, um Pokémon alte Attacken wieder beizubringen. Du willst ein Pokémon per Happiness entwickeln? Kein Problem. Die Attacken, die es mit dem Level-Up nicht erlernt, also die du halt verpasst, weil es halt mitlevelt, kannst du halt einfach später beibringen. Im Pokémon Center, kein Problem. Easy. Mal davon abgesehen, dass die meisten nach der Entwicklung ja eh irgendeine Attacke lernen. Gleich sofort. Weil hier zum Beispiel die Evoli-Entwicklung, die ja lernen ja gleich alle eine schwächere Attacke ihres Elements. Klamara lernt Blut, Blitzer, Donnerschlag, Aquana, Aquaknarre und so weiter. Also ist das eigentlich auch kein Argument, dass man sagt so, ja, ich finde den neuen EP-Teiler scheiße, weil der trainiert ja auch das Pokémon mit, das ich per Happiness entwickeln will und das lernt dann die Attacken nicht. Wie gesagt, Pokémon Center hilft. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ich wollte sagen, wollt ihr nicht kämpfen? Er sagt, er ist wirklich stark und das war's? Das hätte ich ihn dann auch irgendwo nicht abgenommen. Und wer sich übrigens wundert, warum beim Level davor dieser Doppelpunkt ist, also halt hier Doppelpunkt L40 in Tailwaves Fall, das liegt daran, dass in der japanischen Version
der Name nicht über dem Level steht, sondern daneben, quasi da, wo wir jetzt eine freie Fläche haben. Da steht im Japanischen der Name, bei uns ist der nur hochgesetzt worden, weil die bei uns länger sind. Deswegen ist das bei Rasam auch so unglücklich, dass der Name da wirklich direkt am Rand ist. Das passen nämlich nur irgendwie 5 Buchstaben hin. Ach, Taurus. Du wunderbares Pokémon. Du wunderbarer König. Lebe wohl. Lang lebe der König. Und damit wären wir wieder hier. Hier waren wir schon. Hier ist der Eingang zur Dunkelhöhle. Und warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Oh, den haben wir. Ja, stimmt, wir sind ja seitlich gegangen, wo die zwei waren, nicht wo der eine ist. Oh Gott, haltet euch fest, das ist Kleinstein-Man. Macht euch auf einen wilden Ritt gefasst. Immerhin haben wir schon eines besiegt. Und wir haben 2 besiegt. Gott, ich frag mich echt, was die sich dabei gedacht haben bei diesem, hey, lass uns da einen Trainer hinstellen, der einfach mal 5-mal dasselbe Pokémon hat. Ja, geile Idee, machen wir. Einer davon reicht nicht. Ja gut, dann machen wir irgendwelche mit verschiedenen Pokémon. Machen wir auch mal. Dann nehmen wir unser Starter-Pokémon und fangen uns irgendwelche 4 Pokémon oder 5 Pokémon noch dazu und fertig. Das ist dann unser Team. Na, wir haben es gleich geschafft. Machen wir dann am besten irgendeine Edition, die ziemlich einfach ist. Wo man früh ein gutes Pokémon fangen kann, das nicht allzu selten ist. Irgendwie so Schwarz 2 mit 5 Riolos. Und das wird ein Fest. Ne, jetzt brauchen wir eigentlich auch fragen, hier können wir ja drum rumfahren. Wenn nicht ganz, wir haben keinen Schneider, haha. Wir hätten der Seite uns runterplumpsen lassen können, das ist schon wahr. Oder Y. Starter Pokémon plus 5. Tiris. Wobei Riolu kann ja wenigstens, oder Lucario kann wenigstens viele unterschiedliche Attacken lernen. Da können wir uns wenigstens verschiedene Sets bauen, dass die sich so ein bisschen unterscheiden. Geht in Y auch. Gibt's auch wieder Riolus. Wenn man bedenkt, wie selten Riolu mal war. Genau wie Evoli. Du hast immer nur 1 bekommen, jetzt gibt's die mittlerweile wild. Guten Tag. Hi, ich sollte mit dir reden. Hi, Sefi. Dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Frag mich gerade, was ich ganz großartig beitrage. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankeschön. Der Meisterball ist der beste von allen. Deswegen heißt der Meisterball. Er ist der ultimative Ball. Müsste er dann nicht Ultimativball heißen? Ihm kann kein Pokémon erfischen. Er wird nur anerkannten Pokémon und Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Sefi. Natürlich habe ich das. Mama, ich bin zu Hause. Endlich mal wieder. Hi.
Ja, hier kann man sich ja nicht mehr, Sommerzeit ist vorüber. Nein, Sommerzeit ist nicht vorüber, Mama. Guck aus dem Fenster. Wir müssen uns ja bei Lindheilen. Dann können wir mal gucken, was wir für Pumpen gekriegt haben. Dekoration. Ornament. Oh, eine Glumanda-Puppe. Kommt links. Und die Pipi-Puppe kommt rechts. Das finde ich so schade, dass sie das Feature nicht wieder aufgegriffen haben, dass man sein Zimmer dekorieren konnte. Man konnte hier so viel machen. Man konnte hier einen Teppich haben, hier konnte eine große Puppe hin, man konnte ein anderes Bett haben, man konnte statt der Karte hier einen Poster haben, man konnte eine Konsole sich da hinstellen. Das war so cool. Das finde ich echt schade, dass sie das nicht übernommen haben. Naja, und entweder hat halt die Mutter Sachen dafür gekauft oder man hat per Geheimgabe gekriegt. Und das war immer das Coolste, was man die gekriegt hat. Da hat man sich wie so ein richtiger Champ gefühlt. So, Raub kommt weg. Das setzen wir wahrscheinlich eh nicht mehr an. Der Tag ist mittlerweile viel zu schwach. Die hat nur eine Stärke von 40. Bitte euch. So. Die setzen wir in der Liga wahrscheinlich selten ein. Donner werden wir wahrscheinlich sehr viel einsetzen. Weil es viele verschiedene Attacken hat. Aura werden wir wird wahrscheinlich auch nicht zu kurz kommen. Hm. Wir tun mal den mal ein bisschen. Noch dasselbe. Es wird auch wahrscheinlich nichts anderes mehr lernen. Außer Erdbeben. Erdbeben wäre eine willkommene Abwechslung. Hey, gibt es Erdbeben nicht sogar in der Siegestraße? Oh. Ja, Mister. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast gerade deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Geh auf die Karte und dein Pokémon. Mach ich das sofort. Oh, Kanto! Du süße Heimat meines Pokémon-Herzens. Ich weiß, wir waren schon so häufig in Kanto. Aber es ist die Region schlechthin. Geben wir mal. Na, das können wir dem geben. Ich mach mal die Augen zu. Eigentlich ist es egal. Er hat's gekriegt und Tomalin hat's gekriegt. Na gut, das war jetzt so der unglücklichste Fall, aber ja. Ach ja, wenigstens haben wir den Schutz jetzt aufgebraucht. Die Toyo-Fälle. Gut, dass wir Schutz nachgekauft haben. Haben wir noch Superschutz? Was? Dann können wir jetzt anfangen, den Top-Schutz zu nehmen. Und ein Mondstein. Finde ich eigentlich ziemlich witzig. Der Mondstein ist in der Gold- und Silber-Edition der einzige, den man halt so kriegen kann. Ich meine, hier in Kristall kann man die ja per Telefon kriegen. Das ist dann schon sehr seltsam. Ich meine, den hier kann man sich holen, sobald man Server hat. Das wiederum ist cool. Gegen die will ich Feuer einsetzen. Die hat nämlich Biedersamen plus Entwicklung. Aber die werden wir uns beim nächsten Mal vorknöpfen. Wir machen jetzt ein klitzekleines Folgenpäuschen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich für immer. Dann ciao.